ようこそ、ケンアデベユニバース。Wer ist der Stärkste aus Kara? Let's get it! Die Kara-Mitglieder haben alle sehr kranke Fähigkeiten, weshalb diese Liste dem Bleach Power Scaling sehr ähneln wird. Das heißt, dass Platz 7 vielleicht Platz 3 besiegen kann, aber niemals Platz 6. Zusätzlich kennen wir bei einigen in dieser Liste nicht alle Fähigkeiten, was diese Liste auch sehr beeinflussen wird. Ich werde auch über den Boruto-Manga reden. Wenn das kein Problem für dich ist, dann bleib ruhig dran. Bevor wir anfangen, lass uns die 150 Likes und 1000 Aufrufe wieder knacken. Im letzten Video haben wir das nach einem Tag geschafft. Danke dafür, das hat mich motiviert, dieses Video zu machen. Nehmt euch diese eine Sekunde und like das Video für den Algorithmus. Wenn du dich für Anime Power Level, Visus Battle und Power Scaling interessierst, dann abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Über 60% Zuschauer schauen meine Videos ohne abonniert zu haben, das ist viel zu viel. Wenn du schon mal hier warst und ich dir öfters vorgeschlagen werde, heißt das, dass du noch gut feierst und dir mein Content gefällt. Dann abonniere doch kostenlos meinen Kanal. An die 37,7%, danke für euren Support. Guckt euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an, damit ihr meine ganze Argumentation hört. Diese Liste wird euch sicherlich überraschen, aber es wird alles erklärt, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Der Boruto Anime ist besser als der Manga, wenn es darum geht, den Manga zu adaptieren. Im Anime erfährt man viel mehr über die Charaktere, zum Beispiel Kawakis Backstory oder Boros Kult. Im Manga wird Boros Kult nur ganz kurz erwähnt, als Kult Ada und Diamond abholen wollte. Im Anime haben wir richtig gesehen, was dieser Kult war. Deshalb werde ich auch den Anime als Referenz nehmen, da er in keinem Punkt dem Manga widerspricht, sondern nur weitere Tiefe bringt. Auf Platz Nummer 10 haben wir das ehemalige Kara-Mitglied Kawaki. Sein ganzer Körper wurde durch Ninja Backtalk modifiziert. So ist es ihm möglich, seinen Körper zu transformieren durch rapide zelluläre Teilung. Ihm ist es dadurch zum Beispiel möglich, seine Hand als Waffe oder Schutz zu erweitern und auch direkt abzusetzen. Kawaki kann auch Energiebälle abfeuern, die stark genug sind, Elite-Ionen wie Konohamaru ins nächste Leben zu schicken. Hätte Boruto die Explosion nicht mit seinem Karma aufgesorgt, gäbe es kein Team 7 mehr. Das Karma hat Kawaki nicht mehr, da Ishiki nicht mehr unter den Lebenden weilt. Neben der Ninja-Werkzeugtechnik wird Kawaki langsam auch zum Ninja. Er kann das Kagebunshin no Jutsu. Auch wenn Ishiki nicht mehr ein Kawaki ist, ist Kawaki trotzdem ein Otsutsuki, weil die Otsutsifizierung bei Kawaki schon sehr fortgeschritten war. Otsutsuki ist es möglich, ihre Chakra-Signatur zu löschen, sodass man sie unmöglich aufspüren kann. Ganz Konoha konnte Kawaki nicht spüren, als er in Kapitel 61 verschwand. Und das, obwohl er 24/7 beobachtet wurde. Warum Kawaki auf Platz 10 ist, ist offensichtlich. Er hatte vor jedem einzelnen Mitglied über ihn mehr oder weniger Angst. Am meisten Angst hatte er aber vor Platz Nummer 9, Boro. Kawaki hatte wohl am meisten Schiss vor Boro. Er fand sogar, dass er schlimmer sei als Jigen. Das war aber nicht auf die Stärke bezogen, sondern auf Boros Grausamkeit. Der Typ hat mehrere Dörfer mit einer Krankheit tödlich infiziert, sie dann geheilt, damit die Dorfbewohner ihn als Messias sehen. Davon wusste Kawaki. Boro hat wohl die krassesten Regenerationsfähigkeiten von ganz Kara, beziehungsweise bei ihm haben wir zum ersten Mal gesehen, wie krass die Kara-Mitglieder wirklich sind. Seine krasseste Fähigkeit ist so sein natürliches Gift. Wenn man dem ausgesetzt ist, kann man sich nicht mehr bewegen. Das Gift kann man auch nicht ohne weiteres heilen, selbst wenn man die Regenerationskraft von Kawaki hat. Das geht nur mit einem Gegengift, was in Boros Blut ist. Mitsuki konnte durch die Entnahme seines Blutes ein Gegengift erstellen. Ohne dies hätte Team 7 safe verloren. Ich würde Boro höher ranken wegen seinem natürlichen Gift, aber er hat gegen denen verloren. Nicht nur das, sie konnten ihn mehrere Male tödlich verletzen. Es fand literally ein Wegbombenfestival statt. Sie konnten seinen Kopf wegbomben, seinen Oberkörper wegbomben und seinen Unterkörper wegbomben. Zuletzt wurde er durch Sarada Shidori besiegt, weil sie endlich seinen Kern gefunden hat. Alle Mitglieder von Kara haben einen Kern, wenn man den zerstört, funktioniert die Ninja-Werkzeugtechnik nicht mehr richtig. Man läuft Amok und kann sich nicht mehr heilen. Boro ist zwar gewitzt, weil er gekonnt durch Ablenkung verschwinden kann, zum Beispiel als er Naruto auf Team 7 warf, aber selbst Sarada meinte, dass Boro eher nicht so schnell ist. Also wir haben einen Typen, der von Genen besiegt wurde und von einem Genen als langsam bezeichnet wurde. Auch wenn Boro interessante Hacks hat, wird es ihm nichts bringen, wenn er von Platz Nummer 8, Delta, geone-shottet wird. Delta kann teilweise mit Naruto mithalten, teilweise weil Naruto nicht ernst gemacht hat. Aber alleine, dass sie gegen einen nicht ernsten Naruto mithalten konnte und ihn sogar verletzt hat, skillt sie astronomisch über Boro. Kawaki wollte nichts mit dem Kampf gegen Delta zu tun haben und hat Boruto sogar erklärt, dass sie zu schwach für den Kampf sind, weil sie nur eine Last für den 7. wären. Derselbe Kawaki, der Boro verletzen konnte. Delta würde Borutos Beat bitzen, bevor er seine Hacks benutzen kann.
Der etwas interessanteste Fähigkeit sind ihre Todesstrahlen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Treffen die einen, kann man sich davon nicht heilen, selbst wenn man die Regenerationskräfte von Naruto hat. Auch die Kara-Mitglieder können von sich selbst aus sich nicht davon heilen. Delta kann Ninjutsu durch ihre Augen aufsaugen. Es gibt aber ein Limit, wie man gegen Naruto sah. Oh, Rasengan klappt nicht. Wait, Rasengans don't work on him. Hm? What? Come again? Rasengans don't work on this enemy. Nigga, fuck you mean Rasengans don't work on him? Don't even make no sense. Dann mache ich einfach ein größeres Rasengan. Als letztes hätten wir noch ihre Drohne, was als Auskundschafter dient. Somit konnte sie zum Beispiel Konoha infiltrieren und sofort Kawaki und Co. finden. Auch konnte sie dank der Drohne das Vanishing Rasengan von Boruto finden. Als nächstes haben wir Platz Nummer 7, Kashin Koji. Kashin Koji ist ein Klon von Jiraiya und kann somit wahrscheinlich alle seine Fähigkeiten nutzen. Bis jetzt haben wir gesehen, dass er das Rasengan und die Kröten durch Kusyosen no Jutsu beschwören kann. Darunter sind explosive Kröten, das Sanmai no Shinka, Flammen aus dem Fegefeuer, die niemals ausgehen, vergleichbar mit dem Amaterasu. Wenn Koji das spammen kann, wäre das wohl eine der stärksten Attacken aus Boruto. Auch scheint es auch nicht wie das Amaterasu viel Chakra zu kosten. Konohamaru wäre gestorben, wenn Boruto das Jutsu nicht aufgesaugt hätte. Die zweite Kröte ist eine Dampfkröte, mit der er sich teleportieren kann. So konnte Amado nach Konoha. Die letzte Kröte ist eine Transmissionskröte, womit er live mit Ton Video übertragen kann. Die wohl stärkste Waffe von ihm ist sein Sage Mode, was 10-mal stärker macht. Koji konnte einen Jigen, der wegen Naruto und Sasuke nur 10% seiner Kraft hatte, manhandeln. Als dann Ishiki zurückkam, hatte er keine Chance, selbst als er in Sage Mode ging. Koji ist stärker als Delta, da er davon überzeugt war, Delta besiegen zu können, als er gerade mit Amado Jigen verraten wollte. Ich feiere Kashin Koji, er ist sogar noch am Leben, da er von Ishiki mit der Dampfkröte entkommen ist. Wenn ihr mehr zu Kashin Koji wollt, dann lasst jetzt ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Auf Platz Nummer 6 haben wir Jigen. Bevor ihr mich schlachtet, guckt euch das Video bis zum Ende an und ich verspreche euch, das wird Sinn ergeben. Warum Jigen über Koji skillt, sollte klar sein. Hätte er seine volle Kraft, hätte Koji verloren. Sowieso hat Koji gestatet, dass er keine Chance gegen Jigen hat. Generell hätte er ihn schon früher angegriffen, wenn er stark genug wäre. Jigens Fähigkeiten kennen wir schon, warum ist er aber so weit unten? Amado hat gesagt, dass es Kara-Mitglieder gibt, die stärker sind als Jigen. Das sind genau 3. Diese Mitglieder haben dann von Amado Limiter bekommen, damit sie nicht gegen Jigen rebellieren können. Diese Limiter machen sie schwächer. Das hat Jigen aber nicht gereicht, weshalb Jigen befohlen hat, dass sie entsorgt werden, bis auf Platz Nummer 5, Code. Code ist ohne seine Limiter definitiv stärker als Jigen. Warum hat Jigen ihn dann als einziger nicht entsorgt? Das liegt daran, weil Code Jigen und generell die Otsutsuki absolut vergöttert. Somit ist er loyal zu Jigen und würde ihn niemals angreifen. Manche denken sich vielleicht, warum ist Code so weit unten? Das klären wir, nachdem wir seine Fähigkeiten erklärt haben. Code hat ein weißes Karma, was ihn alle Karma-Fähigkeiten garantiert. Codes Karma ist besonders, da es defekt ist. Jigen hat ein Karma in ihn implantiert, aber es ist fehlgeschlagen, da sie nicht kompatibel waren. Normalerweise hätte er sterben sollen, wie die anderen Kinder, aber aus irgendeinem Grund ist er am Leben geblieben. So ist es Code möglich, das Karma zu nutzen, ohne dass Ishiki in ihm wieder auferstehen kann. Laut Amado machte das weiße Karma Code stärker als Jigen. Mit dem Karma sollte er genau das können, was die anderen auch können. Code kann sich zusätzlich mit schwarzen Gürteln teleportieren, circa wie das Seiraichi no Jutsu von Minato. Die schwarzen Gürtel kann er auch zum Angriff nutzen, indem er sie auf seine Gegner platziert. So konnte er die Wachen vom Boruskult one-shotten, ohne dass er sich wirklich bewegen musste. Codes Fähigkeiten ähnelt auch sehr dem Kageoni von Shunsui aus Bleach. Überall wo ein Schatten ist, kann er erscheinen. Code ist zwar ohne seine Limiter stärker als Jigen, aber selbst gegen Platz Nummer 4, Ada, hat er keine Chance wegen ihrer Hacks. Ada gehört zu den Kara-Mitgliedern, die stärker als Jigen sind und somit ein Limiter bekommen haben. Mit ihrem Senri-Gun kann sie alles sehen, was in der Gegenwart passiert. Stellt euch vor, in jeder Ecke der Welt wären Kameras. Das ist Adas Fähigkeit. Sie kann auch in die Vergangenheit sehen, aber keine Geschehnisse, die vor ihrer Geburt passiert sind. In die Zukunft kann sie nichts sehen. Mit Ada sind Geheimhaltungen praktisch nutzlos. Sie kann alles sehen und hören. Diese Fähigkeit funktioniert transdimensional, natürlich nur horizontal und nicht vertikal. Denn sie konnte auch Ishikis Tod beachten, der in einer anderen Dimension stattfand. Ihre krasseste Fähigkeit ist aber ihr Charme. Egal ob Mann oder Frau, man kann sie nicht angreifen, da man sich sofort in sie verliebt. So konnte selbst Code Ada nicht angreifen. Er selber gab zu, dass er unsterblich in sie verliebt ist. Code kann gar nicht glauben, dass dies manipuliert ist, weil er sich so naturell anfühlt. Diese Fähigkeit klappt aber nicht gegen Blutsverwandte und Otsutsuki, weshalb sie sich auch Kawaki klären will. Ich musste echt lachen, als Ada davon angetönt war, als Boruto Kawaki vor Code schützen wollte und ihn dabei Bro
nannte. Ada ist aber keine offensive Person. Sie sagte, dass sie nur Basic Taijutsu drauf hat, weshalb ihr Bruder Diamond auf Platz Nummer 3 ist. Diamond gehört genau wie Ada und Co. zu den Kara-Mitgliedern, die stärker als Shigen sind. Ada bezeichnete ihren Bruder Diamond als ihren Soldaten, was impliziert, dass er stärker als sie ist. Seine Fähigkeit ist es, Attacken zu reflektieren. Dabei ist es egal, ob er auf die Attacke achtet oder nicht. Wenn man die Intention hat, ihn anzugreifen, wird die Attacke reflektiert und man greift sie selbst an. Selbst Code hatte gegen diese Fähigkeit keine Chance. Wir wissen noch nicht alles über seine Fähigkeiten. Was hat es für Schwächen? Was kann er noch? Vielleicht ist die Schwachstelle von Diamond so gravierend, dass Ada und Code über Diamond gehen. Noch wissen wir nichts. Wenn es mehr Informationen gibt, werde ich diese Liste gegebenenfalls aktualisieren. Auf Platz Nummer 2 haben wir The Goat Amado. Das sollte keinen überraschen. Amado ist wahrscheinlich der stärkste Charakter in Boruto gerade. Er ist verantwortlich für alle modifizierten Menschen in Kara. Amado kann mit einem einfachen Satz seine Kreation abschalten, so sagte er zu Delta, es ist Schlafenzeit und sie wurde ausgeschaltet. Koji hat vermutet, dass er ähnlich programmiert wurde. Deshalb kann man davon ausgehen, dass alle Kara-Mitglieder, außer Jigen natürlich, einen Shutdown-Code haben. Das heißt, er kann Ada, Code, Diamond, Koji, Boro und Delta mit einem Shutdown-Code one-shotten. Was dagegen spricht, ist, dass Amado das einfach hätte vorschlagen können. Dann müssten sich nicht die Gokage vor Code in die Hose scheißen. Aber ich glaube, das hat eher storytechnische Gründe. Es ist einfach unlogisch, dass Amado keinen Code in den anderen Kara-Mitgliedern implementiert hat. Aber wer weiß, bis jetzt kann man wegen Kojis Statement und Delta Shutdown eher dafür argumentieren, dass alle einen Code haben. Das ist zwar nur Headcanon, aber er hat bestimmt in allen Kara-Mitgliedern einen Code implementiert, dem es ihm erlaubt, diese Willenlust zu kontrollieren. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass Amado mit seinen Kreationen zurzeit der stärkste Boruto-Charakter ist. Generell kann er einfach mehr machen, wie er es gerade macht. Amado ist dabei, einen neuen Roboter zu erschaffen, der ein starker Verbündeter von Konoha wird. Natürlich ist Amado selbst, also im Base, nicht stark. Bis jetzt haben wir gesehen, dass er Shikadai one-shotten konnte. Es geht also über Shikadai. Zusätzlich ist Amado der einzige, der die Limiter von Code und Co. lösen kann. Amado ist auch der einzige, der Deltas Todesstrahlen heilen kann, die selbst Kurama nicht heilen kann. Kawaki wurde davon getroffen und Amado hat ihn geheilt. Wenn man so überlegt, ist das ein krasser Feat. Amado hat auch vorgeschlagen, Kawaki ein neues Karma zu geben, was ihn definitiv stärker machen wird. Die Krönung ist, dass Amado die zerstörten Kara-Mitglieder einfach wiederherstellen kann, wie wir es mit Delta sahen. Amado ist eine Wucht und wenn ich mir den so ansehe, hoffe ich, dass er kein Antagonist wird, wie Sumire leicht vermutet. Es gibt aber einen, gegen den selbst Amado mit seinen Kreationen nicht ankommt. Ihr habt ihn bestimmt schon auf den Thumbnail im Hintergrund gesehen. Platz Nummer 1, der Otsutsuki-Gott. Nein, Spaß. Platz Nummer 1, Ishiki Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki ist der stärkste aus Kara. Manche dachten, dass Code der stärkste sei oder dass er zumindest stärker als Ishiki ist. Aber es wurde nur gesagt, dass Code stärker als Jigen ist, nicht Ishiki. Als Ishiki in Jigen auferstanden ist, hat er seine originale Kraft wiederbekommen. Dieser Ishiki ist viel stärker als Jigen mit 100% seiner Kraft. Das Gefäß Jigen konnte nie die volle Kraft von Ishiki standhalten. Das sah man, als Jigen gegen Naruto und Sasuke kämpfte im ersten Kampf. Als Ishiki aber in Jigen auferstand, hatte Ishiki seine originale volle Kraft. Manche denken, dass wenn Ishiki in Kawaki auferstanden wäre, er stärker wäre als wie in Jigen. Also der Ishiki, der gegen Naruto und Sasuke kämpfte im zweiten Kampf. Das stimmt aber nicht. Ishiki sagte selbst, dass er seine volle Kraft hat gegen Koji. Diese Kraft aber kann er nur so lange nutzen, bis Jigens Körper den Geist aufgibt. Dies bedeutet, dass wenn Ishiki in Kawaki auferstanden wäre, hätte er nur mehr Ausdauer. Dann hätte er sozusagen kein Time Limit mehr. Physisch stärker hätte es ihn aber nicht gemacht. Da nie explizit gestatet wurde, dass Diamond, Ada oder Code ohne Limiter stärker als Ishiki sind, scaled er über sie, da sie keine Feeds oder Statements haben, die das gewährleisten würden. Wenn man so überlegt, kannte keiner von Kara Ishikis wahre Stärke, bis er auferstanden ist. Dieses Statement kann sich logischerweise dann nur auf Jigen beziehen und nicht auf Ishiki. Ishiki Otsutsuki ist der stärkste aus Kara. Nun seid ihr dran, wie sieht eure Liste aus? Schreibt es in die Kommentare. Yo, das war's mit dem Video. Wie fandet ihr das Video? Wollt ihr mehr Boruto-Videos? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Wie gesagt, über 60% sind nicht abonniert. Wenn du bis hierhin gekommen bist, solltest du echt abonnieren. Die nächsten Wochen werden wilde Sachen über Boruto kommen. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ich fühle den Anime gerade herbe. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr Mitglied werden auf meinem Kanal. Ihr habt dieselben Vorteile wie auf Patreon, was heißt, ihr könnt mir auch auf Patreon folgen. Bis jetzt sind schon 7 Podcast-Folgen draußen. Auf meinem
meinem zweiten Kanal habe ich die fünfte Podcast-Folge hochgeladen. Da geht es darum, dass es wahrscheinlicher ist, dass Shikamaru gegen Naruto gewinnt, als dass Ichiki gegen Kaguya gewinnt. Und die achte Podcast-Folge geht am Ende des Monats online. Checkt es ab und abonniert auch meinen Zeitkanal. Wenn ihr nicht unbedingt ein Abo abschließen wollt, könnt ihr mir auch auf PayPal spenden. Das supportet den Channel sehr. Tretet mein Discord bei und folgt mir auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao.